Droht bald den Menschen hier die Unterbringung in einem Quarantänelager, Urlaub auf Staatskosten, wie das genannt wird? Was ist wirklich dran am Corona-Narrativ? Über all das habe ich heute mit Herrn Zähnchen fast zum Professor gemacht, Herr Dr. aber so weit, das kommt vielleicht noch, aber wer weiß, da müssen sich die Umstände sehr ändern. Und wir haben uns ein bisschen mit den Rollen hier etwas ausgetauscht, nicht ausgetauscht, sondern ich bin mal in die Rolle von jemandem geschlüpft, der hier eine ganz andere Ansicht hat als ich. Und ich bin nicht richtig durchgekommen bei Dr. Brandenburg, weil er immer Antworten hat. Schauen Sie sich das an. Die Antworten waren wieder so, dass man sie auf dem Zensurkanal leider nicht zeigen kann, weil Sie wissen ja, in welchem Land wir inzwischen leben. Ich bitte gleich Herrn Dr. Brandenburg, bereiten Sie sich vor, noch eine kurze Minute oder zwei, das, was nicht zensurgefährdet ist, zu sagen aus diesem Gespräch. Aber das ist mittlerweile gespenstisch, aber Sie kennen das Prozedere ja schon. Deshalb große Bitte, kleiner Klick für Sie. Wichtige Symbolwirkung für die Meinungsfreiheit, gehen Sie auf Rumble und auf Odyssey und in Kürze, wir sind da in Gesprächen, es gibt Getter, diese Plattform, da wird es in Kürze auch Videos geben und ich möchte sehr, sehr viel auf Getter verlegen, die versprechen keine Zensur, egal ob jemand links ist, rechts oder wie auch immer Sie sagen, Sie wollen Meinungsfreiheit und die endet erst da, wo strafrechtlich relevante Inhalte da sind. Und genau so soll es auch sein in meinen Augen. Und deshalb also, wenn Sie noch keinen Getter-Account haben, gettr.com empfehle ich Ihnen das sehr. Ich möchte da ziemlich viel rüber verlagern. Und jetzt die Bühne noch kurz für Sie, Herr Dr. Brandenburg, bitte. Kurz Zusammenfassung jetzt. Genau. Wir haben gesprochen, zensurfrei. Wir haben gesprochen über die bisherigen drastischen Verschärfungen der Maßnahmen und haben uns überlegt, was kann man daraus ableiten an wahrscheinlichen Entwicklungen. Ich fürchte, dass es dazu kommt, dass staatliche Quarantänestationen eingerichtet werden, dass die Menschen dort auch gegen ihren Willen tatsächlich hinverbracht werden. Ich fürchte, dass die Impfpflicht, die schon angesagt ist, die schon geplant ist, auch auf Kinder erweitert wird und dass, wenn das so geschehen ist, die Jugendämter mit dem Instrument drohen zumindest, das Sorgerechtsinstrument stattfinden könnten. Ich halte das für wahrscheinlich und für möglich. Und dann sprachen wir viel über die Wirkung der Impfstoffe. Aber das sollen sich die Menschen wahrscheinlich auf Rumble anschauen. Genau, ja, das wäre sonst gefährlich. Also vielen Dank. Gehen Sie rüber mit uns auf Rumble und auf Odyssee. Danke fürs Zuschauen und Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Brandenburg. Ich danke Ihnen. Ciao. Danke. Reitschuster.de